Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen hier aus San Francisco. Ich bin gerade aufgestanden, habe gerade gefrühstückt, die anderen schlafen noch. Ich bin auf der Weltreise voll der Frühaufsteher geworden. Ich muss kurz hier über die Straße. So, ich habe aber keine Ahnung, warum das so ist, aber die anderen schlafen auf jeden Fall immer viel, viel länger als ich. Ich stehe immer viel, viel früher auf. Habe auf jeden Fall gerade alleine gefrühstückt und fahre jetzt einfach gerade mal den ganzen Weg von unserem Haus zur Golden Gate Bridge im Longboard. Wir waren gestern schon mal bei der Golden Gate Bridge, alle zusammen. War super schön. Oh, thank you very much. Okay, da war ein Autofahrer. Ich will ja nicht sterben hier. Oder vielleicht doch, gibt Klicks. Huhu. Aber ich will heute unbedingt auch mal dahin. Ich habe mir vorgenommen, an jedem coolen Spot auf der Welt, wo wir halt sind, zu longboarden. Wir haben schon Venice Beach gelongboardet in L.A., in Hollywood und sogar durch einen Baum durch im Yosemite National Park, durch einen Mammutbaum. Und natürlich muss ich auch über die Golden Gate Brücke fahren. Das ist ja selbstverständlich und deswegen mache ich das jetzt. Wir hatten gestern keinen Longboard dabei, weil Lena ist ja noch nicht so sicher mit dem Fahren. Und ja, deswegen habe ich gedacht, ja, fahre ich heute nochmal den Weg da alleine hin. Dann habe ich auch ein bisschen nochmal was von der Stadt zu sehen und ich finde das einfach schön. So göttlich. Ich finde auf dem Brett zu stehen mit vier Rollen, das ist eines der schönsten Gefühle im Leben. Und ja, ich fühle mich einfach so wohl, wenn ich auf dem Longboard stehe, das ist der Hammer. Das Geile, oder manchmal auch das Problem ist in San Francisco, mit dem Longboard, das ist richtig bergauf und wieder bergauf. Oh mein Gott, wie schlecht, Mann, Junge! Schaut mal hier, alter Leute! Normal könnte ich jetzt einfach runterfahren, aber dadurch, dass hier noch Verkehr ist und ich nicht weiß, wo von wo Autos kommen, bremst sich so ein bisschen beim Fahren. Das ist sonst zu gefährlich. Wenn ihr irgendwo runterfahrt und ihr kennt die Gegend nicht, macht das nicht. Das ist lebensgefährlich, leichtsinnig. Wir sind gleich schon da an der Golden Gate Bridge. Es geht echt mit Longboard so viel schneller als zu Fuß. Boah. Leider ist da ein Stoppkurs und da kommt ein Auto. Wenn ich da jetzt runtergesaust wäre, das wäre zu gefährlich. Ach, ich bin glaube ich schon zu weit. Die Brücke ist da. Da vorne am Horizont sehe ich die Brücke schon. So, nach einem kleinen Umweg habe ich es dann endlich geschafft. Bin angekommen. Und da vorne seht ihr schon die Brücke. Wir gehen jetzt noch ein kleines Stückchen näher ran. Da seht ihr die Brücke. Es ist strahlender Sonnenschein, wunderschön. Das Problem ist nur, ich habe heute einen Pullover an. Gestern war mir zu kalt mit diesem Pullover. Da habe ich noch eine Jacke drüber gezogen. Heute ist mir zu warm. Jetzt sind wir den Fußgängerweg gegangen. Heute nehme ich den Fahrradweg. Mal gucken, ob der besser ist. Mit dem Longboard über die Golden Gate. Gestern war ja ein Schild, dass wir keine Fahrradfahrer drüber dürfen. Und heute ist genau die Straße, wo wir gestern nur als Fußgänger drüber durften, den Fahrradweg. Wechselt das jeden Tag oder liegt das an der Uhrzeit? Keine Ahnung. Hier ist der Weg für Fahrräder verboten, nur für Fußgänger. Und hier ist der Weg für Fahrräder. Ich würde auf jeden Fall sagen, auf geht's auf die Brücke. Ich habe gestern schon mal aufgenommen, was zur Aussicht gesagt. Das kann ich noch mal einblenden. Das Meer sieht von hier aus echt richtig krass aus. Wie eine glatte Scheibe. Das ist so unglaublich irgendwie. Ich glaube, es muss auch richtig krass sein, auf dem Schiff zu sein, mitten im Meer oder auf dem Kreuz, auf so einem Kreuzfahrtschiff oder so. Weil das, diese Aussicht, einfach auf dieses Meer zu gucken, ist echt super schön. Oh, es ist wunderschön, wie man von hier aus San Francisco sieht und das glitzernde Meer. Ist auch schön. So could fly so high, so high.
wunderschön. Wir haben den Sonnenuntergang angeschaut. Hammergeil. Und ich finde San Francisco einfach eine wunderschöne Stadt. So ist zwar ultra windig, ich hoffe, ihr versteht überhaupt ein Wort, aber hier nochmal die Sicht von der Golden Gate Bridge von der anderen Seite. Wenn euch das Video von der Golden Gate Bridge gefallen hat, würde ich mich ultra über euch da oben freuen. Wir gucken runter, drüber oder durch, welche Wahrzeichen und besonderen Orte ich noch fahre. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein. Ciao, Leute. Hinter mir stand die ganze Zeit eine Frau aus Thüringen und die hat zugehört, was ich gesagt habe. Und dann dachte die, hä, was ist das für ein Spinner? Der redet mit seiner Hand. Okay. Ciao.